Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu Keepsake. So, im letzten Part haben wir hier unseren Begleiter Zack gefunden und wir gucken uns gerade in der Akademie um. Wir hatten ja zwar schon den Hinweis bekommen, dass wir raus sollen. Ich hatte ja die Hinweisfunktion mal aktiviert, um zu gucken. Ich würde aber trotzdem mich hier gerne in der Akademie erstmal noch weiter umsehen. Wir waren da hinten in der Ecke und sind jetzt hierher. Ich würde jetzt gerne einmal schnell da runter gucken. Einfach mal gucken, was uns da so erwartet. Ah ja, also da scheint es dann nochmal wieder ganz nach unten zu gehen. Hier sind alles so Ecken, wo ich anscheinend nichts machen kann. Okay. Und hier bin ich jetzt wieder wo? Okay. Kann man noch weitergehen? So, hier scheinen wir auf so eine Art Balkon zu sein. Ach, ist das das, was wir sehen konnten? Endlich frische Luft. Ah ja. Das ist ja seltsam. Normalerweise sind hier jede Menge Studenten. Ja, da ist aber momentan so gar keiner. Hier können wir gar nicht hin. Da können wir noch ein Stück weiter, aber das war's dann auch. Ja, weiter hoch würde ich jetzt erstmal eigentlich nicht wirklich wollen. Ich möchte... Wir gehen mal runter, würde ich vorschlagen. Oh, guck mal, ein Teich. Ja, cool. Und da geht's weiter. Da auch. Ja. Also hier kommen wir runter in den Garten. Vielleicht können wir hier auch raus. Aus der Akademie. Oh, guck mal da, die Fische. Das ist so cool. Das sieht echt gut aus. Gut, wir nehmen den Weg. Im Moment laufe ich gerade ein bisschen planlos hier rum, weil ich gar nicht weiß, wo wir sind. Aha. Also hier haben wir jetzt auf jeden Fall mal ein Rätsel. Ein Hebel. Anscheinend passiert nichts. Anscheinend passiert nichts. Okay. Ich fürchte, dass das am Ende darauf hinausläuft, dass wir die Maschinerie anschmeißen müssen. Ich denke, dass das am Ende genau das sein wird, was, was es ausmacht. Dieses Zeichen sieht aus wie ein Wassertropfen. Mhm. Ja. Dieses Zeichen könnte die Berge rund um die Akademie darstellen. Dieses Zeichen sieht aus wie ein exotisches Blatt oder ein Baum. Okay. Also, wir haben in dem Fall haben wir die Berge, wir haben Bäume, wir haben Wasser. Das Wassersymbol war ja hier drauf. Ne, das haben wir ja gesehen. Oben drüber, wir können uns das ja nochmal angucken. Wasser. Ne? Und ich gehe davon aus, anscheinend passiert nichts. Wenn da was passieren sollte, dass hier das Becken voll läuft. Da gehe ich mal von aus. Aber sicher bin ich mir da natürlich nicht. Aber das könnte ich mir so vorstellen.
So, ja, dann, kann ich hier noch weiter? Ja. Okay. Sind wir wieder zurück? Sind wir hier einmal umzugelaufen? Ja. Okay. Da komme ich nicht hin, ne? Sag, wo gehst du hin? Ich rieche Parfüm. Vielleicht führt uns das zu jemandem. Ich kenne diesen Geruch, aber ich weiß nicht, woher. Lydia, sieh mal, was ich gefunden habe. Hier kommt der Duft her. Das ist Celestes Puppe. Aber was macht die hier? Celeste hat mir versprochen, sie immer mit sich zu nehmen. Wer ist Celeste? Lydia? Lydia? Antworte mir, Lydia? Celeste, musst du wirklich fort? Ja, das muss ich. Mein Vater ist jetzt ein Schuldirektor und wir müssen in der Akademie leben. Heißt das, wir sind jetzt nicht mehr beste Freundinnen? Nein, du wirst immer meine beste Freundin sein, Lydia. Sieh mal, das hier habe ich in einem der Bücher meiner Mutter gefunden. Was ist das? Das ist ein Ritual der Freundschaft. Damit sind wir für immer beste Freundinnen. Aber das ist Zauberei. Ist das nicht gefährlich? Hab keine Angst, Lydia. Gib mir einfach deine Hand und sprich mir nach. Ich, Celeste, schwöre, Lydia niemals zu vergessen und die Bande unserer Freundschaft niemals zu brechen. Selbst wenn ein großer Abstand uns trennt. Jetzt bist du dran. Ich, Lydia, schwöre, Celeste niemals zu vergessen und die Bande unserer Freundschaft niemals zu brechen. Selbst wenn ein großer Abstand uns trennt. Mit diesem Geschenk von meinem Herzen an deines zeige ich dir meine immerwährende Freundschaft. Möge es dir helfen, mich niemals zu vergessen. Was tust du? Das kann ich nicht annehmen. Das hat dir deine Mutter gegeben. Doch, du kannst. Das ist mein Geschenk für dich. Oh, ich weiß, was ich dir gebe. Mit diesem Geschenk von meinem Herzen an deines zeige ich dir meine immerwährende Freundschaft. Möge es dir helfen, mich niemals zu vergessen. Aber Lydia, seit ich dich kenne, hast du sie immer an deiner Seite gehabt. Willst du sie mir wirklich schenken? Ja, will ich. Genauso sicher, wie du mir das Amulett deiner Mutter gegeben hast. Ich werde dich niemals vergessen, Lydia. Ich verspreche, ich werde eines Tages zu dir kommen. Ich schwöre. Lebe wohl, Lydia. Ich habe mein Versprechen gehalten. Celeste, geh nicht. Ich habe dich gesucht. Oh, mein Kopf. Was für eine Hexerei ist das? Celeste! Lydia, geht es dir gut? Zack! Es geht mir gut, aber warum sind wir wieder in der Eingangshalle? Wir waren draußen in einem Garten, als ich die Puppe aufgehoben habe. Du bist bis hierher gelaufen und hast mir nicht geantwortet. Es war, als hättest du Tagträume gehabt oder als wärst du in deinen Gedanken verloren gewesen. Du hast sie auch gesehen, oder nicht? Gesehen? Wen? Ich habe niemanden gesehen. Lügner, du hast Celeste hinter diesem Tor gesehen. Du musst sie gesehen haben. Was? Ich denke, du solltest dich hinsetzen und dich ein paar Minuten ausruhen. Nein, als ich in Ohnmacht fiel, nachdem ich die Puppe aufhob, hatte ich einen Traum. Oder vielleicht war es so etwas wie eine Vision. Ja, mehr eine Vision. Okay. Ich bin sicher, ein Magier kann dir helfen, diese Visionen wieder loszuwerden. Zack, hör mir zu. Wir müssen dieses Tor öffnen. Wenn du das sagst. Die Schule braucht Energie, wenn wir das Tor öffnen wollen. Langsam glaube ich, dass hier etwas Schlimmes passiert ist. Allen, außer dir. Auf, Lydia, kommst du?
Okay, Celestes Puppe. Ein altes Spielzeug, das einst Lydia gehörte, bis sie mit Celeste das Freundschaftsritual zelebrierte. Sie scheint auf irgendeine Weise mit Lydias seltsamen Vision in Verbindung zu stehen. Okay. Gut, wir gucken uns das hier nochmal an. Aber wir wissen ja schon, dass nichts passiert, ne? Das Tor kennen wir ja nun schon. Es klappt immer noch nicht. Wir stecken hier unten fest. Gut. Wenn ich mich nicht irre, werden sämtliche mechanischen Geräte vom Maschinenraum aus angetrieben. Ja. Und um den Maschinenraum kümmert sich der Hausmeister. Vielleicht sind die Maschinen stehen geblieben oder kaputt gegangen. Und der Hausmeister hatte keine Zeit, sie zu reparieren. Wenn irgendwas kaputt wäre, gäbe es ein Schild, auf dem die Leute das lesen könnten. Dann schauen wir doch mal im Maschinenraum nach oder suchen den Hausmeister, von dem du redest. Gut, also Hausmeister wissen wir ja, das Zimmer ist zu, ne? Den Maschinenraum kennen wir ja nun auch schon. Da wissen wir auch, dass wir nicht wirklich weiterkommen. Deswegen würde ich jetzt erstmal nach draußen gehen und nochmal in den Wald gucken. Denn so sagte das ja die Hilfe. Aber da gucken wir gleich dann nochmal rein, kurz in die Hilfe. Genau. Du musst im Wald, umgibt dir mit einem Mustavio sprechen. Okay, das machen wir dann. Also, das ist unser nächster Punkt, den wir jetzt erstmal machen. Dann schauen wir mal, wo der ist. Ich gehe davon aus, dass der irgendwo in dieser Richtung ist. Da waren wir ja schon mal unterwegs, ne? Im ersten Part sind wir ja hier hinten im Wald ein wenig umhergeirrt. Und ich glaube, dass das ein guter Ort ist, wo er sein könnte. Ja. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt. Schauen. Da ist er. Hallo. Seid gegrüßt, junge Lady. Wie kann ich euch helfen? Das ist der große Mustavio. Wer? Der hervorragende Mustavio. Zack, du kennst ihn? Jeder in der Schule kennt ihn. Er bringt uns Waren aus aller Welt. Genau, Wölflein. Wer seid ihr? Ich bin Mustavio, der weitbekannte Händler. Ein Name, den ihr nie vergessen werdet. Nirgendwo in diesem Tal werdet ihr bessere Preise finden. Und das nicht nur, weil ich der einzige Händler weit und breit bin. Er ist wirklich sehr preiswert. Wie lautet euer Name, werte Kundin? Mein Name ist Lydia, Sir, aber ich bin keine Kundin. Jeder Student dieser Akademie ist ein Kunde des großen Mustavio. Ich bin auch keine Studentin. Eigentlich ist heute mein erster Schultag. Okay, dann fragen wir ihn einfach mal alles. Wisst ihr zufällig, wo alle hingegangen sind? Warum ist die Schule leer? Ich hoffte, diese Frage könntet ihr beantworten, Lady. Seit meiner Ankunft heute Morgen hatte ich noch keinen Kunden. Was meint ihr damit? Also, normalerweise muss ich nur die Glocke an meiner Kutsche läuten und alle rennen los, um sich die Waren anzusehen, die Mustavio El Fantastico mitgebracht hat. Aber heute kam niemand zu mir, was höchst unüblich ist. Naja. Okay. Habt ihr denn keine Angst vor einem Wolf? Einem Drachen. Zack, jetzt ist nicht die Zeit zum... Mustavio hat niemals Angst, wenn er zur Dragonvale Akademie kommt. Aber findet ihr einen sprechenden Wolf nicht ein wenig seltsam? Ich bin ein Drache. Zack! Junge Lady, ich habe in diesem Tal schon seltsamere Dinge gesehen als ein sprechendes Tier. Was könnte seltsamer sein als ein Drache, der in einen sprechenden Wolf verwandelt wurde? Das müsst ihr selbst entdecken, Lydia. Mustavio wird euch die Überraschungen nicht verderben, die diese
Schule euch bietet. Okay. Warum seid ihr nicht in die Schule gegangen und habt dort gesucht? Die Schule dürfen nur noch Studenten betreten, Lydia. Gäste sind in der großen Akademie nicht erlaubt, es sei denn, sie werden von einem Mitglied des Schulpersonals begleitet. Das einzige Mal, dass ich die Schule betreten habe, war, als mein Freund, der Hausmeister, mir half, einige Waren zu meiner Kutsche zu befördern. Da er nicht hier ist, komme ich nicht hinein. Das ist ein großes Problem für Mustavio. Okay, gut, dann wissen wir das auch. Hattet ihr nicht gesagt, heute sei euer erster Schultag? Ja, ich bin ein Lehrling. Meine beste Freundin Celeste wollte mich am Eingang treffen, aber ich kann sie nirgends finden. Ah, gut. Vielleicht könnt ihr helfen, Mustavios großes Problem zu lösen. Wie kann ich euch helfen? Ich bin zum ersten Mal hier. Also, da ihr eine Kandidatin seid, die Studentin werden will, könntet ihr die Akademie betreten und für euren alten Freund Mustavio den Hausmeister suchen. Alten Freund? Ich habe euch doch heute erst getroffen. Ach, die Zeit vergeht so schnell. Wenn man in guter Gesellschaft ist, habe ich nicht recht. Dieser Typ macht mich fertig. Ich schätze schon. Aber ich weiß immer noch nicht, was euer Problem ist. Im Inneren der Akademie befinden sich Fässer mit Dragonvale-Wein. Ich muss sie heute Abend nach Hause bringen, sonst bringt mich meine Frau um. Ist das alles? Das nennt ihr ein großes Problem? Natürlich nicht. Außerdem sind da noch Kisten mit Gegenständen von Dragonvale, die ich befreundeten Händlern in fernen Städten liefern soll. Wenn ich sie nicht bekomme, bevor ich heute Abend aufbreche, könnte das meinen Bankrott zur Folge haben. Das wäre das Ende von Mustavio dem Großen. Das wäre schrecklich. In der Tat. So, dann haben wir noch eine Frage. Mustavio, wisst ihr, ob... Genug geredet, Lady. Möchtet ihr nicht Mustavios erste Kundin des Tages werden? Vielleicht. Aber... Was? Der erste Kunde am Tag bekommt immer Rabatt. Nein, danke. Ich brauche nichts. Natürlich tut ihr das. Ihr wisst es nur noch nicht. Jeder braucht etwas. Seht, ich weiß bereits jetzt, dass ihr ein paar dieser schönen Figuren kaufen werdet. Oh, du solltest welche kaufen. Hä? Was genau sind das für Figuren? Sie sind Teil eines erstaunlichen Spiels, welches euer ehrfürchtiger Diener Mustavio aus einem fernen Land an diese Schule gebracht hat. Glaub mir, Lydia, das Spiel ist großartig. Aber ich warne euch, ohne sie könnt ihr es nicht spielen. Jeder Student kauft jedes Mal, wenn ich komme, mindestens ein paar dieser Figuren. Und ich bin sicher, das werdet ihr auch tun. Komm, sei nicht kleinlich. Kauf welche. Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, Mustavio. Aber ich habe mein letztes Geld auf meiner Reise hierher ausgegeben und ich habe nichts mehr. Vielleicht kaufe ich sie, wenn ihr das nächste Mal hier seid. Okay, jetzt können wir ihn noch weiter fragen. Habt ihr hier jemanden vorbeikommen sehen? Nein, Miss Lydia, leider habe ich niemanden gesehen. Und aus eurer Frage kann ich nur schließen, dass ihr auf keine meiner Kunden gestoßen seid. Nein, leider nicht. Okay, das scheint so gewesen zu sein. Da können wir anscheinend noch weiter. Ha, gucken wir doch da mal hin. Nein. Bis später, Mustavio. Doch. Euch viel Glück, werte Kundin. So, wir sollen für ihn jetzt ja den Hausmeister dann finden. Aha. Da kommen wir bestimmt irgendwann hin, aber im Moment eher nicht. So, dann gehen wir mal zurück. Ich würde jetzt nochmal die Hilfetaste probieren. Ich weiß gar nicht, Punkte oder so habe ich gar keine, die ich dafür ausgebe, ne? Du musst das abgenutzte Notizbuch aufheben, das auf dem verzauberten Kreuzweg liegt.
Na toll. Na super. Okay, da waren wir doch aber schon. Gut. Also, das Notizbuch, den Hausmeister suchen. So. Ich muss schon zugeben, ich finde die Wege wirklich lang. Man so Wege hat, wo man so überhaupt nichts machen kann. Jetzt müssen wir wieder in die Akademie zurück. Und wo war denn das? Das war links hoch oder rechts hoch. Es war einfach Treppen hoch, ne? Ich glaube, das war wirklich dann recht egal. Das war hinten verbunden. Also so gehe ich mal davon aus. Also gehen wir erstmal hier hoch. Oh, da ist der, genau, da ist der Hausmeister, die Hausmeistertür, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So, gehen wir mal da hoch. Und dann werden wir hier stehen bleiben und den Part beenden. Im nächsten gehen wir dann nach oben und suchen mal nach dem Buch. Also, bis denn. Ciao, ciao.